Na, willkommen zurück zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time und ich habe vor, diesen Part erstens storytechnisch weiterzumachen und noch ein paar Sachen zu holen, Herzteil und so weiter. Ich werde jetzt immer ganz viel schneiden, bis ich an so Orten bin, wo es etwas gibt, was ich holen will. Ja, dann sehen wir uns dann immer. Jo Leute, also hier erstmal gibt es ein Herzteil, das habt ihr schon gesehen in einem Part, ich habe es bisher noch nicht geholt, also man muss hier einfach als Jüngerling so eine Bohne pflanzen, dann kommt hier so ein Blatt und dann kann man hier lang fliegen. Hier, das Herz ist schwer zu bekommen, aber hier gibt's eins. Super. Wo ist es denn? Hier ist es doch. Wunderbar. Ein Herzteil. So. Ich habe auf dich gewartet, Crazy. Ja, ich wollte eigentlich mich nur zum jungen Link machen und dann bin ich in die Zitadelle der Zeit, aber nein. Hier treffen wir Sheik. Dann machen wir erstmal diesen Storyteil. Crazy, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden. Und die sechs Weisen entdeckt. Ja, genau, erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe. Ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shikar über das Triforce erzählen. Alles klar, ich höre schon zu, Madame. Oh nee, sag nicht, das sind wieder diese drei Göttinnen. Oh mein Gott. Das ist das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. So, ist ja kitschig. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz hat, ich lese schon wieder eine Scheiße, aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Und das interessiert mich jetzt gar nicht. Wieso erzählst du mir eigentlich nur eine Geschichte, obwohl ich sie gar nicht wissen will? Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm. Jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Jojo. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Symbol, Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Handrücken, voll das erotische Wort. Eine Mischung aus zwei Körperbereichen. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Die hat ja das Auge der Wahrheit auf ihren Möpsen und ihrem Bauch. Das hab ich ja jetzt gemerkt. Daher sucht er nun die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Crazy. Oh mein Gott! Das Symbol der Weisheit trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Sieben Weisen. Was passiert jetzt? Sheik ist der siebte Weise? Sheik ist Prinzessin Zelda? Oh mein Gott! Sieht sie nicht wundervoll aus? Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule.
Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Oh, wie süß. Heute vor genau 7 Jahren suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hyrule heim. Oh nee, nicht noch eine Geschichte, bitte. Och nee, ich werd dafür langsam zu alt. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Okay. Oh ja, das war, glaube ich, ein paar 10 oder so. Es ist schon lange her. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzigste Chance war. Was für eine Chance? Verheimlichst du mir etwa was? Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Man kann auch einfach sagen, er ist 7 Jahre älter geworden, aber gut. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Schläfers fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Shikar zu tarnen und so mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Komisch, dass er dann auch wieder in den folgenden Zelda-Teilen auftauchen wird. Sechs verbracht werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm all Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Crazy, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Oh yeah. Geile Leuchtanimation wieder hier. Super schön. Jo. Endlich mal wieder ein neues Item. Die Lichtpfeile, platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht ist das Gute ist zerstört, böse. Was stand da gerade? Ich konnte es nicht gelesen. Oha, was passiert jetzt? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, Kinders. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Erforsche dein Herz, es ist so Zelda. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Der Pedobär hat gesiegt. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Oh mein Gott, ist die Lache böse. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Meine Stimme, verdammt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich.
Oh, dann werden wir lieber mal wieder zurück in unseren Wald gehen, in unser Kinderzimmer und dann ein bisschen Spaß haben. Ich möchte nämlich jetzt nicht mein Leben riskieren. Jetzt sehen wir hier. Wir haben hier jetzt auch die Lichtpfeile, aber es fehlen noch zwei andere Pfeile. Einen werde ich jetzt gleich holen. Okay. Bis gleich. So, hier auf dem Friedhof müssen wir nun als junger Link an diesem Grabstein hier ziehen. Und dann finden wir eine Höhle. Und die springen wir natürlich einfach mal rein. Weil, ja, wir sind so gut drauf und so. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt, ohne drauf zu gehen? Ohne dass der Wichser mich umbringt. Nein, er hat geschrien, scheiße. Ja, wir müssen aufpassen, dass der uns nicht so hardcore. Ja, hörst du mal auf, bitte. Alter, hörst du mal auf jetzt. So geil finde ich dich jetzt auch nicht so. Gut, und dann müssen wir hier. Wie geht das Lied nochmal? Okay, Moment, da muss ich kurz gucken. Wie ging die Hymne der Sonne? Wie war das denn? Hymne der Sonne, rechts runter hoch. So, okay. Die spielen wir hier schön auf diesem Altar, sage ich jetzt mal. Sieht das ein bisschen so aus mit den zwei Fackeln und so. Und schon scheint jetzt eine Truhe. Was mag in dieser Truhe bloß drin sein? Wir sind gespannt. Oh yeah, ein Herzzeug. So, ich bin wieder im Haus des Kulturlers, um mir meine nächste Belohnung abzuholen. Die beiden haben wir schon angesprochen. Hier noch nicht, oder den hier, oder wie auch immer. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die Riesenbörse. Welche riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Das ist schön. Das ist Erotik, würde ich jetzt mal behaupten. So, was ist einfach nur pure Erotik. Okay. So, Leute, ich bin mal wieder auf die London-Farm gegangen. Denn mir wurde schon vor langer Zeit mal gesagt, dass es hier ein Glas gibt. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, woher du das jetzt wieder weißt, ich habe das nie gesagt. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es denn mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner oder Suppenhühner oder so. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Dein Spiel kostet 10 Rubine, machst du mit. Jo. Du hast 30 Sekunden, jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. Okay, das eine ist schon mal hier hingeflogen. Hallo? Hallo, kannst du den mal aufheben hier, den richtigen? Ja, jetzt muss ich noch zwei finden, super. Wird ja auch gar nicht schwer werden. Okay, das war keins. Ich kann die jetzt auch nicht auseinanderhalten, welche ich schon aufgehoben habe und welche nicht. Okay, noch eins fehlt. Aber das wird irgendwo hier sein. Habe ich das nicht schon? Scheiße, das habe ich glaube ich schon gehabt. Nee, okay, ich habe alle. Oh, unglaublich, bla bla. Komm her zu mir. Gut, es war jetzt Glück, dass ich sie gleich beim ersten Versuch hatte. Und was macht der auf dem seinen Eiern, dieses Huhn? Egal. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Na, jo. War doch nur Spaß, fuck. Oh hier, nimm diese Flasche, Lohnlohnmilch, an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt. Geld mit D, oder? Oder schreibt man das extra so in dem Fall? Egal, auffüllen lassen. Alles klar. So, dann haben wir jetzt schon zwei Flaschen, das ist doch wunderbar. So Leute, ich bin hier als kleines Kind beim Gerudo-Teil hier runtergesprungen. Und ja, dann gehen wir mal zum Wasserfall, vielleicht ist da ja irgendwas. Man weiß ja nie. Oh, eine Leiter. Ups, habe ich ja gar nicht gewusst jetzt. Ist ja ganz zufällig, dass ich die jetzt hier entdecke. So, okay.
Und hoch da. Oh nein, sag nicht, das dauert jetzt schon wieder 2 Jahre. Scheiße. Egal, wir sind munter, wir machen das jetzt einfach so. Und ein Herzteil. Noch ein Herzteil und wir haben ein weiteres Herz. Man glaubt es kaum, hier gibt es schon wieder ein Herzteil, glaube ich. Also man nimmt sich dieses Huhn und fliegt einfach mal hier so rüber. No risk, no fun, deswegen. Ich hoffe, ich komme auch rüber. Ja, ich komme rüber. Locker komme ich rüber. Dann benutzen wir mal eine Bombe, um das hier so ordentlich zu zerfetzen, diese Kiste. Und es ist natürlich ein Herzteil und damit kriegen wir einen neuen Herzcontainer. Ist doch super. So, hier haben wir ein niedliches Deko-Kit. Und wir spielen hier Masalias Lied vor. Kann ja nicht schaden. Du kennst Salias Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Wieder ein Herzteil reicher geworden. Das ist doch wunderbar. So. Hier gibt es ein weiteres Herzteil. Mit dem längeren Enterhaken können wir... Ich weiß nicht, ob es auf dem Mal funktioniert hätte, aber mit dem längeren können wir auf jeden Fall hier rauf. An das Dach und mit diesem Mann hier reden. Hallo? Hallo? Nicht träumen. So. Ih, der sieht aus wie ein Japaner. Hey, schön, dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Ja, hat sehr viel mit Erinnerung zu tun, unglaublich. Nun, Leute, im Todesgrad habe ich etwas recht Wichtiges vergessen. Das ist ziemlich böse und die Sonne knallt da irgendwie in dem Spiel gerade da rein, in den Vulkan, ich weiß auch nicht. Ja, etwas ziemlich Wichtiges vergessen. Denn man kann hier mit dem Hammer, nachdem man den Dungeon bekommen hat, im Fire Dungeon, kann man hier diesen Felsen kaputt machen. Und natürlich ist dort drin noch etwas. Sorry für das schnelle Unterbrechen gerade eben. Aber natürlich kam wieder die Familie rein. Man, die lernt ja nie, dass man mal aufnimmt und dass dann noch niemand reinkommen soll. Naja. So, jetzt ist sehr wichtig. Eine weitere Fee. Und sie gibt uns... Ah, hallo, mein Süßer Crazy. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Nein, nein, bitte nicht. Diese Domina-Feen, ey, dieses... Schlimm. Ja. Die magische Kraft hat sich erhöht. Das ist sehr schön, Leute. Das könnt ihr gleich begutachten. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Erotisch. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich doch wieder. Halt die Fresse so. Am Zauberfluss gibt es, wenn man als Kind hier hinkommt, noch etwas Besonderes. Dann holt ihr die Ocarina auf und die Frösche und alle zu. Spielt man die Hymne des Sturms und sie freuen sich ganz doll, außer der Lilian und der Rote da an den beiden Seiten. Okay, jetzt die auch. Oh, ein cooler Songfreund. Singing in the rain. Oder irgendwie sowas. Verdammt, ich konnte es jetzt nicht rechtzeitig lesen. Ich habe es weggedrückt einfach. Noch ein Herz erfinden und dann haben wir einen weiteren Herzcontainer. Es gibt wirklich noch ein weiteres Herzteil auf dem Friedhof. Man muss auf diese Pflanze hier rauf, die ich vorhin gepflanzt habe. Und dann bam. Ein Herzteil, jetzt hast du wieder einen weiteren Herzcontainer und so. Jetzt fehlen nur noch, Moment, 12 Herzteile. Davon werde ich nur noch 4 sammeln, denn mehr finden, suchen will ich gar nicht. Und ich habe im Rennen unter einer Minute muss man brauchen, um das Herzteil zu bekommen. Boah, ich hab's gerade so gepackt, Mann, das ist anstrengend gewesen. Okay, Leute, ich werde mir jetzt ein neues Item holen. Man muss mit der Pfeile, mit einem Pfeil in die aufgehende Sonne schießen.
Was übelst logisch ist. Und dann bekommen wir dieses Item. Na wunderbar, holen wir es uns doch mal. Ein Item mehr kann eigentlich gar nicht schaden und deswegen holen wir uns das jetzt so. Komm her, lieber super toller Feuerpfeil. Platziere sie auf C, um sie abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammt. Alles klar, super schön. Nachdem hier am Hyliasee eine Bohne als junger Link eingepflanzt hat, kann man als erwachsener Link dieses nutzen, um hier hochzukommen und sich ein Herzteil zu stibitzen. Ist das nicht wunderbar? Ich finde auch herrlich. Ach ja, hier ist übrigens ein Rabe, den muss man erst mit dem Pfeil abschießen, sonst schubst der ihn runter und der fuckt ganz schön ab. Ein Herzteil! Was ein Zufall. Durch das Rumble Pack, was man bekommt, wenn man 20 Skulltulas erledigt hat, findet man so Geheimnisse wie dieses hier. Dann vibriert nämlich der Controller, wenn man darüber läuft und man weiß, dass hier ein Geheimnis ist. Man muss eine Bombe legen und kann so in ein schönes Loch fallen. Kann das alles die Sekunde irgendwie kaputt gehen an meinem Schild? Ich hoffe, bei diesem Schild gehen sie nicht kaputt. Sehr schön. Ein Herz dafür 10 Rubine. Ich habe es zwar schnell geskippt, aber ich weiß, dass es 10 Rubine waren. Ein Herz, erfinde noch ein Herzteil und du bekommst einen weiteren Herzcontainer. Ja, und wir werden nämlich nur noch ein Herzteil sammeln. Dann haben wir 18 Herzen. Ja, das gute alte Rumble Pack. Ich habe wieder ein Rumble Pack sehr gut gefunden, habe eben nachgeguckt. Und tatsächlich ist es ein Herzteil in dieser Höhle. Also bis 20 Skulltulas zu sammeln, lohnt sich auf jeden Fall. So, wir brauchen hier die Eisenstiefel. Also gibt es doch mal wieder etwas, wo man die Eisenstiefel braucht. Ich denke mal, das Sora-Gewand ist jetzt nicht so wichtig, um einfach mal dieses Herzteil eben zu holen. So. Und damit ein weiterer Herzcontainer. Uns würden jetzt insgesamt noch 8 Herzteile fehlen. Bei ein paar wüsste ich sogar, wo die sind. Zum Beispiel ein... Ach, verdammt, ich wollte es doch auswählen. Verdammt. Ich muss einen anderen Knopf drücken. So. Bei einem Herzteil zum Beispiel muss man irgendwie 50 Skulpturen gesammelt haben oder so. Ein anderes Herzteil muss man eine goldene Schuppe haben, die man nach dem Angeln bekommt. Bei einem anderen Herzteil muss man angeln und einen guten Fisch angeln irgendwie. Bei einem anderen Herzteil muss man irgendeinen Hund in Hyrule zu einer Tusse bringen und mehr weiß ich nicht. Jedenfalls diese Herzteile, werde ich nicht holen, weil das ist jetzt einfach nicht so wichtig. So Leute, wir hatten in diesem Part eine lange Reise, beziehungsweise ihr habt sie nicht mal so mitbekommen. Ich würde sagen, hier bleiben wir dann stehen, hier geht es ein bisschen weiter, aber es war wirklich eine lange Reise. Ich habe jetzt 2,5 Stunden Videomaterial, wirklich 2 Stunden und 31 Minuten und 15 Sekunden, jetzt genau. Das werde ich jetzt zusammenschneiden. Und dann habt ihr dieses fertige Video, was ihr hier gerade geguckt habt. Da würde ich sagen, im nächsten Part wagen wir uns vor zu Ganondorf. Bis dahin, ciao, ciao.